Und ja, da ist in der Aufgabe auch so ein Wechselschalter drin. Und das mit den Wechselschaltern habe ich ja letzte Woche schon, oder überhaupt generell mit Schaltern. Da bin ich letzte Woche so ein bisschen drüber hinweggehuscht. Also in LTSpice gibt es unter S wie Switch. Eigentlich sollte es hier, genau, ein Voltage Control Switch geben. Da ist jetzt kein schönes Schaltsymbol gezeigt, aber ja, man sieht schon, das ist eine relativ längliche Beschreibung dafür, dass das einfach ein Schalter ist. Naja, weil so einen idealen Schalter in LTSpice hinzubekommen und dann noch einen Wechselschalter, das ist gar nicht so einfach, weil man einen Schalter letztendlich nur nachbilden kann durch einen sehr kleinen Widerstand, was auch irgendwie realistisch ist, wenn der Schalter eingeschaltet ist, und einen sehr großen Widerstand für den ausgeschalteten Schalter, was auch realistisch ist. Und also das heißt, man gibt bei einem Schalter einen R-On und einen R-Off-Widerstand an, und dann braucht man eine Spannungsquelle, über die man diesen Schalter ein- und ausschaltet. Also man kann nicht einfach sagen, zu der Zeit so geht der Schalter an und aus, sondern man muss eine Spannungsquelle nehmen, sagen, die Spannungsquelle geht zu einer Zeit an und diese Spannungsquelle schaltet diesen Schalter. Und ja, das ist nicht sehr intuitiv. Also diese Schalter können dann auch noch mehr anderes nicht so ideales Schaltverhalten abbilden. Und deshalb würde ich bei so Schaltvorgängen tatsächlich immer empfehlen, den Aufladevorgang und den Entladevorgang zu trennen. Also schauen wir mal. Beim Aufladevorgang wird der Schalter hier hochgeschaltet. Dann haben wir einen Widerstand R1 mit 100 Ohm, Widerstand R2 mit 100 Ohm, eine Kapazität mit 20 Mikrofarad. Aus Sicht dieser Kapazität sind diese beiden Widerstände parallel. 100 Ohm und 100 Ohm parallel sind 50 Ohm. Die Zeitkonstante sollten dann 1, also R mal C, 50 Ohm mal 20 Mikrosekunden. 50 mal 20 macht 5000, wenn ich das jetzt richtig rede. Quatsch, macht 1000. 1000 Mikro sind ein Milli. Also die Zeitkonstante sollte eigentlich eine Millisekunde sein beim Aufladen, wenn ich jetzt 10 Millisekunden simuliere und wir wollen uns ziemlich viele Sachen angucken. Man stelle diese Verläufe grafisch dar, die ganzen Ströme und die Spannung über der Kapazität. Ja, dann sollte das nach 10 Millisekunden eigentlich gut, sehr gut abgeschlossen sein. Also probieren wir das mal. Der Strom, sieht man, der ist schon deutlich. Dann beim stationären Zustand dieser Strom und diese Spannung. So, und dann sehe ich, okay, die Spannung hier, das ist nicht so schön. Die würde ich gern UC nennen. Da ändere ich doch noch mal hier so ein bisschen was an der Aufgabe und sag mal Label net und nenne das UC und packe dieses UC als Knotenbeschriftung hier oben dran. Verbinde das mal noch. Man könnte das auch direkt an den Knoten packen, aber ich mache das mal so. Und simuliere nochmal, dann geht die Spannung wieder weg, aber die Spannung kriege ich hier wieder her. Jetzt sind die beiden zwei Farben gleich. Ich weiß nicht, wer das hier mal eingestellt hat. Wahrscheinlich ich. Color Preferences. Waveform. Trace 1 ist blau. Trace 2 ist rot. Trace 3 müsste mal grün werden. Zum Beispiel so. Okay, ja, und dann in Türkis haben wir die Spannung, die lädt sich auf. Die 10 Millisekunden sind ganz schön lang, das könnte man auch mal in 5 Millisekunden ändern. Aber im Grunde passt das schon. So, und dann sieht man, dieser Kondensator wird jetzt auf 5 Volt aufgeladen, genau auf die Hälfte dieser Quellspannung, die sich anhand dieses Spannungsteilers hier ergibt. Und das heißt, wenn ich jetzt das entladen möchte, dann kann ich das gleiche wieder umgekehrt machen. Ich lasse jetzt den Schalt hier runter, dann ergibt sich natürlich einfach der Kurzschluss auf der Seite. Und dieser Kondensator hier ist jetzt als Anfangsbedingung, das ist das IC, Initial Condition, auf 5 Volt aufgeladen. Und sieht jetzt aber im Grunde beim Entladen auch wieder die gleiche Zeitkonstante, weil er sich auch wieder in diese Parallelschaltung der beiden Widerstände entlädt. So, hier mache ich mal gleich auch noch diesen Trick 17 und beschrifte das da oben UC und packe das
Warum hat das jetzt nicht geklappt? Achso, weil ich in der falschen Schaltung war. Das UC hier hin und ups, verbinde das. So, und klicke hier auch mal auf Simulieren und gucke mir jetzt die gleichen Ströme an. Diesen Strom, der ist jetzt natürlich negativ. Dieser Strom sollte immer noch positiv sein. Das ist natürlich der gleiche Strom, weil diese beiden Widerstände genau die gleiche Spannung sehen. Bloß eben, ja, hier zähle ich den in Richtung dieses Knotens, hier zähle ich es vom Knoten weg. Und der Strom an der Kapazität, der muss doppelt so groß sein anhand des Knotensatzes. Und die Spannung hier, die fällt jetzt von den 5 Volt. Ist eigentlich spannend, dass die Achse nicht auf 5 Volt skaliert. Das fällt jetzt von den 5 Volt ab und geht gegen 0. Okay, und das ist jetzt nochmal zusammengefasst. Ich mache mal das hier ein bisschen größer. Eine schöne LT-Spice-Lösung von dieser Aufgabe, die jetzt schon so ein bisschen vorhanden war. Das Verhalten des Schalters nicht direkt nachzubilden, sondern den Aufladevorgang und den Entladevorgang zu trennen. Dafür braucht man für den Entladevorgang eine Anfangsbedingung. Man muss hier beim Simulieren sagen, Use Initial Condition, bitte benutze diese Anfangsbedingung. Und ansonsten sieht man, dass das aber sehr schön passt. Ich kann mal noch ganz kurz hier auf die Ergebniskontrolle klicken und die Aufgabe 163 hier suchen. Ja, da ist aber nur eine Zeitfunktion fürs Einschalten und Ausschalten gegeben. Aber beim Einschalten ist das diese ansteigende E-Funktion, die sich auf einen Endwert ändert mit der schon besprochenen Zeitkonstante. Und beim Ausschalten ist das praktisch die gleiche Exponentialfunktion, nur ohne die 1, sondern die geht eben gegen 0. Und das ist genau das, was wir auch sehen. Also eine schöne Lösung der Aufgabe 163 zum Schaltvorgang in LTSpice.